Tja, grüße meine lieben WrestleManiacs da draußen. Heute gibt es seit längerer Zeit wieder mal einen Two-Count-Podcast mit einem weiteren sehr, sehr interessanten Thema, was in den letzten Wochen durchaus präsent gemacht wurde. Vor allem um den Angle, wenn man dieses Wortspiel nochmal hernehmen darf. Und alles rund um Jason Jordan, Chad Gable hast du nicht gesehen. Ihr könnt den Titel sicher lesen. Heute geht es um die Tag-Teams bzw. die nicht vorhandenen Tag-Teams, denn die WWE hat anscheinend so ein bisschen letzten Wochen, Monate den Fetisch, sehr beliebte Tag-Teams zu splitten. Und dieses Thema werde ich natürlich jetzt nicht alleine hier besprechen. Natürlich ist mein bester Kollege die Pocke, das charismatische Ventil meines Podcasts. Der Carsten ist hier wieder mal am Start. Grüß dich. Ja, hi. Was eine Einleitung. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Und ja, freue mich auf dieses spannende Thema. Auf das man sich so gut vorbereitet haben, muss ich auch dazu sagen. Definitiv. Meterweise Notizzettel haben wir sich jetzt hier zurechtgelegt. Nee, Spaß beiseite. Es ist natürlich, wie gesagt, wirklich ein Thema mit dem DIY-Split, mit dem Split von Enzo und Cass, mit dem Split hier von Golden Truth, ja. Darf man auch nicht vergessen. Und natürlich American Alpha jetzt auch, gerade bei SmackDown, das ja vor Tag-Teams übersprudelt, vor allem relevanten Tag-Teams. Jetzt ist natürlich die Frage gleich mal an dich, Carsten. Wir haben jetzt geglaubt, durch NXT, durch die ganzen Call-Ups, eben American Alpha, Revival, Hardy sind zurückgekommen. Es hat einfach so um WrestleMania ausgesehen, als wird die WWE jetzt seit ja, knapp eigentlich einem Jahrzehnt oder zwei Jahrzehnten wieder mal Tag-Teams haben, wo du richtig sagst, boah, geil, will ich sehen, unbedingt. Tag-Team-Division in den letzten Jahren war immer wieder so eine Sache, mal ein bisschen mehr präsent, mal eher weniger, mal gar nicht. Und jetzt mit der Revival und wie gesagt auch den Hardys, die Raw Tag Team Division ist eigentlich halbwegs gut gestackt, trotz des Splits von legendären Team Golden Truth und auch Enzo und Cass, was für mich immer noch ein bisschen zu früh gesplittet wurde, meiner Meinung nach. Aber SmackDown hat halt jetzt mit dem Split von American Alpha genau gar nichts mehr. Und jetzt möchte ich jetzt einfach dich mal fragen, was glaubst du, treibt die WWE dazu, nachdem ja eigentlich Raw und SmackDown auch schon voll ist mit guten Singles-Workern, auch um alle Bereiche der Card abzudecken. Warum glaubst du, macht das die WWE oder willst du sich die als Reserve halten, falls es mit dem einen oder anderen nicht klappen sollte? Oder was steckt da dahinter? Ich persönlich sehe wirklich keinen Grund, diese zumindest wichtigen Tag-Teams in Form von American Alpha und oder auch Enzo und Cass, weil sie wirklich zum Teil unterhaltsam waren und auch andere Sachen, warum man die splitten sollte. Ich sehe da keinen Grund dazu. Nein, also das natürlich sehe ich auch nicht so in der Form, beziehungsweise gibt es den, glaube ich, auch nicht so richtig. Zum Teil kann ich es nachvollziehen. Also bei Enzo und Cass zum Beispiel muss ich sagen, nicht nur, weil ich das Tag Team jetzt generell nicht so mochte, sondern den Zeitpunkt konnte ich da nachvollziehen, weil es eben einfach mal Sinn ergibt, das Ganze zu machen, bevor man Erfolge hat, um es eben dann, so wie sie es jetzt auch machen, darzustellen nach dem Motto, ey, das wird nie was und man ist frustriert und dass es dann halt diesen Heel-Turn gibt und dass einer einfach keinen Bock mehr hat. Finde ich schon, machte Sinn. Also das war noch ein Split, wo ich gesagt habe, okay, kann ich verstehen auch, dass man ihn jetzt macht und fand das auch sogar gut. Nur man hat es dann natürlich definitiv übertrieben, gerade American Alpha. Ihr wisst es wahrscheinlich, ich war ja sehr, sehr großer Fan von American Alpha und das kann ich absolut nicht nachvollziehen. Das war wirklich so, ja, ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist so wieder. Es klappte bei Enzo und Cass, mehr oder weniger, muss man jetzt auch sagen, das ist jetzt auch nicht so ein Riesen-Impact, dass man sagt, wow, die Hammer-Story, gerade das mit Big Show und so weiter, das jetzt nicht. Aber irgendwie sind sie wieder so ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, finde ich, und machen sich wahrscheinlich auch eher weniger Gedanken darum, was du schon gesagt hast. Wir haben eigentlich genug Singles-Wrestler und so weiter und so fort, dass man daran gar nicht so denkt, sondern dass man einfach nur denkt, vielleicht will man die Tag-Team-Division wieder reduzieren, damit die vorhandenen Teams mehr rausstechen. Wobei ich finde, die müssen es von alleine schaffen und nicht einfach daraus, dass es so wenig gibt. Und man macht sich da wenig Gedanken darum, wie es dann auch mit den Leuten weitergeht, weil man hat dann halt diese eine Riesen-Story, wenn man den Split hat, okay, und dann war es das aber wieder. Dann muss man gucken, was man mit den Singles-Leuten macht. Und ich glaube einfach, so weit denkt noch keiner bei der WWE oder es ist ihnen halt egal, weil sie wissen, es kommen auch genug neue Leute dazu und dann sind die halt raus, wenn es nicht klappt. Ich weiß nicht, ob sie es vielleicht auch so denken. Könnte ja durchaus sein, dass man das praktisch so ein bisschen ins kalte Wasser wirft. Ja, vor allem so bei so Tag-Teams wie Golden Truth sehe ich jetzt eher schwarz. Vorsicht, no pun intended hier an dieser Stelle. Weil ja auch gerüchtet wurde, es soll ja vielleicht mal noch eine Entlassungswelle nach dem SummerSlam geben.
Ja, auch zum Beispiel Breezango ist auch so ein Thema. Also die machen wirklich aus der Scheiße gerade Gold. Jetzt mal hier die umgekehrte Reihenfolge, ne? Also schwarz zu Gold. Ich rede mich schon wieder hier komplett in einen ganz, ganz blöden Shit rein. Aber wurscht, ich lasse jetzt hier alles drin. Breezango, die machen hier gerade wirklich das Beste aus ihrer eigentlich wirklich verschissenen Situation. Sie sind ein Comedy-Tag-Team, das wirklich gut funktioniert, was sie sich aber selbst zu verantworten haben. Also ich denke mir, die haben da einfach selber gedacht, okay, wir sind jetzt einfach in einer scheiß Situation. Wir gucken einfach draus, dass wir was das Beste draus machen eben. Und es tut einfach so weh zu sehen, wenn du dir die SmackDown Tag Team Division ansiehst, die eigentlich keine Division mehr ist, sondern New Day, Usos und dann hast du noch Ascension und Breezango aus. Ja. Ja. Wobei man bei New Day auch sagen muss, dass es auch schon längere Zeit Gerüchte gibt, dass da was geplant ist. Also wenn die jetzt das auch noch splitten, dann können die SmackDown-Titel gleich hier zu Seth Rollins schicken, dann soll sie im nächsten 2K18-Trailer gleich mitverbrennen. Also das wäre dann schon ein bisschen zu krass. Aber natürlich, New Day gegen die Usos ist eine super Fehde aktuell, unterhält mich sehr. Aber, Entschuldigung, Cesaro und Sheamus haben wir natürlich vergessen. Komischerweise da zwei Singles-Wrestler, die random zusammengewürfelt wurden. Und die sind jetzt hier mit das Aushängeschild der Tag Team Division. Muss ich auch dazu sagen, zu Recht, ne? Weil ich die beiden sehr feiere aktuell. Sie sind zusammengewachsen, nicht nur von der Storyline, sondern man merkt auch, die beiden verstehen sich auch privat gut, sind auch privat gut befreundet, selbstverständlich. Und das geht natürlich in einem her und das präsentieren die auch sehr, sehr gut. Deswegen gefällt mir auch die Raw Tag Team Division aktuell sehr gut. Gibt dann auch noch hier den Club zum Beispiel, um mal aufs nächste Tag Team zu kommen, das ja auch mehr oder weniger immer wieder kurz vorm Rohrkrepierer steht. Dann gewinnen sie bei einer Pre-Show doch die Tag Team Titel. Ich glaube damals sogar von Cesaro und Sheamus. Bei der Royal Rumble Pre-Show müsste das gewesen sein. Mhm. Und dann haben sie halt bei Mania gegen die Hardys wieder verloren. Jetzt durften Gallison gegen die Hardys doch wieder gewinnen. Und gut, bei Raw muss man dazu sagen, die Tag Team Division, wie gesagt, ist noch durchaus spannend. Es gibt mehrere Teams, auch gute Teams. Also du hast jetzt hier die Hardys, du hast Gallison, du hast Revival und du hast Cesaro und Sheamus. Vier Teams, die alle vier gut sind. Und wo du durchaus verschiedene Konstellationen aufbauen kannst. Aber man muss auch dazu sagen, vier Teams sind trotzdem jetzt nicht allzu viel. Klar, Golden Truth war nur ein Undercard-Tag-Team. Dasselbe gilt dann auch nur für Heath Slater und Rhino, die bei Raw, glaube ich, noch nie On-Air-Time bekommen haben nach dem Shake-Up nach Mania. Die sind ja auch mehr oder weniger schon gesplittet. Keine Ahnung, ob das jetzt schon offiziell ist. Und du hast im Prinzip aus, sagen wir mal, vielleicht 10 bis 12 Tag-Teams hast du jetzt insgesamt 5-6 gemacht, die vielleicht relevant sind. Und ob das dann noch einen Tag-Team-Title pro Show rechtfertigt, das wage ich mal zu bezweifeln. Zumindest jetzt beim Beispiel von SmackDown. Aber vielleicht, also deswegen, das kommt mir jetzt gerade so in den Kopf, vielleicht ist einmal das Ziel, dass man das reduziert auf doch wieder einen Titel und dass die dann eben auch Free Agents werden sozusagen, die Tag-Teams. Auch das war ja mal ein Gerücht vor dem ganzen Split, dass man vielleicht das jetzt durchziehen will. Könnte ich mir noch vorstellen. Oder halt andere Geschichte halt auch noch, gerade wo du den Club angesprochen hast, dass genau das ja eigentlich diese Misere ist, dass die Tag-Teams mal zum Teil gepusht werden, dann wieder absolut gar nicht mehr. Und dann bleibt sozusagen ja nur noch, hey, was machen wir jetzt? Ja, wir splitten das Team, wir haben eine Fehde daraus dann, die entsteht. Und das können wir jetzt dann verarbeiten sozusagen. Das ist ja genau, das ist ja sozusagen der Grund. Wenn man nichts anderes mehr hat, dann muss man das Tag-Team splitten. Ja, aber dann ist ja das die Schuld der Booker und ja, nicht jeder das Schuld der... Das, ich finde das einfach nur so schade, weil du hattest früher auch so viele Tag-Teams, klar, nicht jedes Tag-Team kann prominent dargestellt werden und kann nicht immer on Airtime bekommen in jeder TV-Show. Wo vielleicht bei Raw schon, weil die hat eigentlich 3 Stunden. Aber wenn ich mir dann eben so den Club ansehe, der dann, glaube ich, monatelang nur verloren hat, nachdem die mit so einem Impact eigentlich reingekommen sind, dann mit dieser Roman Reigns Styles-Fehde, ne? Mhm. Da denke ich mir dann einfach, die WWE, und das ist wirklich das aktuelle Markenzeichen, aber das spürst du vor allem im Tag-Team-Bereich. Sobald es nicht um den Titel geht, ist die jeweilige Fraktion so uninteressant, dass sie in die Undercard abgeschoben wird oder eben gar nicht mehr zu sehen ist. Stichwort Ascension, Golden Truth, Rhino und Slater. Und bei Raw wahrscheinlich sind auch nur mehrere Tag-Teams vertreten, weil sich es halt vom Booking gerade mal so ergibt, weil man die Hardys erstmal Broken Turn will, da hat man der Revival mit dem Spiel. Und eben hier auch Gallison. Und dann hast du im Prinzip mit Rollins und Ambrose hast du ein Halb-Reunion von The Shield.
also so zwei mehr oder weniger wieder zusammengewürfelte Tag-Teams, die die Tag-Team-Titel antreten. Und die richtigen Tag-Teams hast du aber in der Mid-Card, die gegeneinander fäden. Natürlich, Ambrose und Rollins, an und für sich sind sie ja ein Team gewesen und so weiter. Du weißt, auf was ich raus will. Mhm. Aber generell einfach, es ist schwierig zu sehen in der ganzen WWE, dass eigentlich alles, was sich nicht um die Titel dreht, komplett in der Mid-Undercard verschwindet. Und das hat die WWE früher, auch wenn sie früher im Gesamten schlechter war, hat sie früher trotzdem irgendwie besser hinbekommen, wie ich finde. Und ja. Das zeigt auch, dass die Übersättigung des Rosters mittlerweile und auf beiden Seiten auch von den Singles-Competitors her, weil du hast jetzt im Prinzip mit diesem Brand-Split hast du das, den Schlamassel, dass du jetzt beim SummerSlam wahrscheinlich eine 8-Stunden-Show hast, blöd gesagt. Du musst einen Orton unterbringen, du musst logisch, also du hast Orton gegen Rusev, du hast Cena gegen Corbin, du hast Nakamura gegen Mahal und noch wahrscheinlich das SmackDown Tag Team Title Match und dann musst du aber auch noch den United States Champion Titel, den auch bereits angekündigt wurde, mit Owens und Styles, mit Shane als Special Guest Referee, dann hast du schon die ganze SmackDown Card voll. Und also von der SmackDown-Seite und der Rest, der wird gar nicht erst aufgebaut, weil ja sowieso keine Zeit dazu ist. Und da bleiben halt die Tag-Teams am meisten sitzen, weil die Tag-Teams im Verhältnis zu den ganzen Midcard-Titeln, World Championship-Title sowieso, aber auch gegenüber von den Women's-Title, einfach die wenigste Relevanz haben. Weil bei den Frauen wird ja auch wenn die Matches bei SmackDown nicht immer gut sind, oder meistens nicht gut sind, wird er trotzdem aufgrund dieser, ja, ich sag mal, Women's Revolution immer noch mehr Wert gelegt, dass man die auch noch halbwegs präsent darstellt. Und die Tag-Team-Title müssen seit mittlerweile eigentlich Jahren bei der WWE einmal mehr und einmal weniger immer wieder drunter leiden, dass sie halt, dass halt die Titel sind, die am wenigsten Standing haben und das tut mir irgendwo leid, weil du siehst bei NXT, dass Tag Team Wrestling eigentlich sowas von geil sein kann. Kannst natürlich auch noch nach Japan gucken und so weiter und Ring of Honor und hast du nicht gesehen, aber wenn man jetzt rein auf der WWE-Schiene bleibt, es ist einfach schade, weil du siehst, wie gesagt, bei NXT, auch sogar die Office of Pain, die wahrscheinlich in der WWE Grütze sein werden, weil sie da nicht genug Zeit bekommen, weil sie falsch wieder gebuckt werden. Bei NXT funktionieren sie, zumindest für meiner Meinung nach. Also sie haben mit zumindest guten Tag-Teams auch schon gute Matches bestritten und freue mich deswegen auch auf Brooklyn 3, weil das gegen Sanity könnte wirklich ein geiles Ding werden. Und wenn ich jetzt die Office of Pain allerdings in den Main-Shows hätte, dann wüsste ich gar nicht, ob ich mich auf die freuen würde, weil sie würden wahrscheinlich immer so 3-4 Minuten Halb-Squash-Matches bei den TV-Shows haben. Und beim Pay-Per-View würden sie wahrscheinlich 8 Minuten bekommen, anstatt 15 bis 20. Ich denke aber, dass genau das vielleicht dann, dass der Fokus bei den nächsten Call-Ups genau darauf liegt, auf Tag-Teams wahrscheinlich, und dass man auch deswegen jetzt die alten Tag-Teams, sag ich mal, zerstört, damit Platz für neue ist. Und wenn dann wirklich der Fokus auf neue Tag-Teams liegt, was ja vielleicht alles schon länger geplant ist, hoffentlich bei der WWE dann. Hoffentlich, Dann würde es wieder zumindest halbwegs Sinn ergeben, dass man da jetzt sozusagen Platz schafft, beziehungsweise auch mit dem, was du gerade erzählt hast, macht es ja in dem Sinne auch Sinn. Oder ich finde, das war für mich eigentlich die Erklärung, warum sie das machen. Du sagst gerade selbst, die Tag-Team-Division wird scheiße dargestellt, sie haben kaum vernünftige Storylines, sie sind halt nicht relevant. Dann macht es doch eigentlich auch nur Sinn, sie zu reduzieren, zu kürzen, weil was bringt es einem Tag-Team, wenn man dann in dieser Division steckt, wo man absolut gar keine Chance hat, dann doch vielleicht lieber als Singles-Wrestler, wie Enzo und Cass zum Beispiel jetzt wieder, dass zumindest dann ein Cass, wer weiß, irgendwann mal Richtung Main-Event gepusht wird dadurch oder zumindest eine Karriere noch vor sich hat, anstatt dann in einem Tag-Team zu versauern, wo die WWE absolut keinen Fokus momentan anscheinend drauf legt. Dann ist es ja wieder, weißt du, was ich meine? Das ist ja dann sozusagen eine Begründung. Die WWE sagt selbst, okay, Tag-Team-Division ist scheiße, wir machen da momentan nichts, also, splitten wir die Teams. Wenn das wirklich der Grund ist, dann würde ich mich ja drüber freuen, aber das Problem ist, es ist die WWE und ich glaube nicht dran. Es wird wahrscheinlich einen kurzen Impact geben, vielleicht kommen die Offers of Pain, vielleicht gibt es mal so eine kurze, geile Story. Aber im Endeffekt, die letzten Jahre sind, die Revivals sind gekommen, klar, sie waren zum Beispiel jetzt verletzt dann kurz nach Mania, das war natürlich ein bisschen unlucky. Aber die hättest du auch viel früher schon um die Titel, wie ich finde, schicken können, damit der Impact halt irgendwie erhalten bleibt. Klar, sie sind immer noch over und sie sind gut und die Fehde ist jetzt nicht schlecht, aber
Also dann hast du wieder bei SmackDown, wenn das Highlight der ganzen Tag Team Division dann die Fashion Files sind, okay, New Day und Usos hatten gute Promodelle, das schon, aber wenn ein Comedy Tag Team mit das Beste oder unterhaltsamste der ganzen Division ist, dann musst du dich doch einfach nur fragen, das ist dann nicht irgendwie hinhalten, ja, wir warten, bis die Tag Teams kommen, sondern entweder pure Faulheit oder Dummheit in Sachen Booking, zumindest auf der SmackDown Seite, was ich irgendwie nicht verstehe, weil SmackDown war eigentlich letztes Jahr mit dem Booking eigentlich so gut und ja, dann kam halt die Geschichte mit Mahal und jo, wir wissen ja alle, wie das ausgegangen aber, ist. Aber wenn du es positiv sehen willst, dann könntest du sagen, Fandango momentan und Tyler Breeze können daraus den Nutzen ziehen. Weil überleg doch mal, wenn die Division jetzt hammer interessant wäre und wir hätten nur zig Sachen, worüber wir in der Tag Team Division da reden, dann wären die Fashion Files Bullshit. Dann würde jeder sagen, hey, ist scheiße, ich will die Matches sehen, ich will die geilen Storys sehen. So sagt jetzt jeder, hey, die machen das Beste draus, wie du vorhin auch schon gesagt hast, und können dadurch praktisch wieder, ich sag mal, die werden dadurch gepusht, auch wenn es die WWE vielleicht oder wahrscheinlich gar nicht so plant oder will, aber dadurch sagt man, hey, das sind vernünftige Worker, die haben was drauf und die machen momentan noch das Beste draus und können sich irgendwo profilieren dadurch. Und von daher hat es ja auch, sag ich mal, seine positiven Seiten, die man vielleicht auch nicht verkennen darf. Ja, aber die Absicht war dahinter wahrscheinlich nicht gegeben, wie du gesagt hast. Ja. Das ist halt die Angst, die ich habe, dass, klar, wenn du selbst als Wrestler oder als Tag-Team dich selber profilieren kannst, / musst, damit du Aufmerksamkeit kriegst. Bestes Beispiel auch ein Zack Ryder damals mit dieser YouTube-Show, die ihn halt dann gepusht hat. Jeder ist sich irgendwo seines Glückes Schmied, nur wenn du scheiß Booker hast, dann, klar, Fandango und Tyler Breeze sind natürlich gerade sehr unterhaltsam. Und natürlich sieht die WWE aktuell, hey, die sind unterhaltsam, wir führen das Ganze weiter, was sie gestartet haben. Aber meistens, und das ist das Problem aktuell in der WWE, braucht meistens die Eigeninitiative eines Workers, bevor die Booker mal draufkommen. Hey, die sind doch beliebt in dem, was sie tun. Wir könnten aber was machen, anstatt dass die Booker selber draufkommen und die einfach mal präsenter darstellen. Und das ist das Hauptmanko einfach bei den Tag-Teams aktuell. Und das ist einfach das, was mich stört. Dass halt die Booker von selber nicht draufkommen, hey, wir könnten das und das machen, sondern dass man selber sich erst, klar, natürlich, Wrestling ist Arbeit und natürlich sollst du dich auch vor den anderen profilieren und zeigen, hey, wir können das, wir sind gut in dem, was wir tun, ist mir schon klar. Aber trotzdem ist es immer noch die Hauptaufgabe der Booker, dafür zu sorgen, dass die Division interessant bleibt und dass da mittlerweile die Worker selbst Hand anlegen müssen, damit sie das halbwegs irgendwie gebacken kriegen. Das ist einfach was mich traurig macht und wie gesagt, das mit American Alpha ist sowieso für mich aktuell fast schon der Grund, warum ich diesen Podcast mache, weil da splittet man die schon und dann holt sich Kurt Angle auch noch den falschen Sohn, weißt du, was ich meine? Ja. Ja, absolut. Aber ja, SmackDown wieder gesehen, ne? Absolut, also das ja, macht bisher zumindest vorne und hinten keinen Sinn, ich zweifle da auch stark an, dass da noch so ein großer Sinn hinterher vorkommt und was ich Kurt Angle überhaupt dabei nicht denken muss bei der Storyline, ne? Ja. Beide oder alle eigentlich, alle Beteiligten sollten sich dabei mal besser was denken. Ja, keine Ahnung, ich klar, gerade American Alpha, also da finde ich, macht das einfach keinen Sinn, weil man da auch noch nicht diesen Status erreicht hat, dass man sagt, hey, was soll man jetzt mit den Jungs machen, so wie bei diversen anderen Tag-Teams nun mal es war oder ist. Da hätte man noch wirklich genug gehabt, was man hätte bringen können, was man machen konnte. Die haben super harmoniert. Die haben ja vor allen Dingen, wenn ich mich an die Zeit bei NXT zurückerinnere, da war es ja auch sozusagen zusammengewürfelt, das Tag-Team. Und am Anfang dachte man auch, hey, das wird doch nichts. Und dann wurde es immer besser. Es wurde dann so ein Fan-Favorite-Ding sozusagen halt auch wieder durch Eigeninitiative und durch Overness, die sich die beiden erarbeitet haben. Und dann merkte man ja ganz schnell wieder im Main-Roster, hat das sehr schnell abgeflaut, das Ganze. Und dann war man halt auch wieder an diesem Punkt wahrscheinlich dann bei den Writern. Die wussten einfach nicht mehr, was sollen wir machen. Und dann haben sie halt diese grandiose Storyline jetzt da gemacht. Wo die Booker selbst schuld sind, dass sie nicht mehr over waren, weil sie nicht prominent eingesetzt wurden. Das war einer der irrelevantesten Tag-Team-Title-Runs der letzten Monate. Ja. Und wir reden hier von American Alpha. Ja. Wenn ich nicht auswendig wüsste, dass sie die bei SmackDown von Orton White damals, glaube ich, gewonnen haben. Oder war's nicht, oder haben sie nicht an Orton White verloren? Ich bin mir da jetzt gerade echt nicht mehr sicher. Ich weiß nur, da war irgendwann mal was. Ja. gegen Usos haben sie verloren, gegen White, genau, und Orton haben sie sich gewonnen. Genau. Ja. Und der Tag-Team-Title-Run war komplett irrelevant. Sie hatten kaum On-Air-Time und dementsprechend, sie kamen auch nicht mit so einem Impact auch, nicht bei einer SmackDown nach Mania zum Beispiel, oder ja, sie kam, glaube ich, doch bei der SmackDown nach Mania, aber halt ohne irgendwie
du, wenn du schon die Leute raufbringst in die Main-Shows, dann lass die gleich mal Promo halten. Steck die in ein Tag-Team rein, die vielleicht mikrofontechnisch auch noch gut sind. Eben damals hat es, glaube ich, noch keine Heel-Usos gegeben, aber steck sie gegen New Day in eine Fehde zum Beispiel, wenn sie bei SmackDown gewesen wären. Oder einfach irgendein Tag-Team, wo du interagieren kannst. Backstage-Segmente. Gebt ein bisschen mehr Personality, auch damit die Leute sehen, hey, das sind American Alpha, die kommen von NXT, die habe ich vorher noch nicht gekannt, aber ich finde sie sympathisch, sie sind geil im Ring und so weiter. Aber es wurde ja nichts gemacht. Oder einfach, um da kurz einzuhaken, einfach die Story, was bei NXT passiert ist, nochmal zu erzählen, weil die war es wert, finde ich. Und das hat man ja gar nicht gemacht. Die kamen ins Main Roster und man dachte, ey, das sind einfach Best Buddies, so nach dem Motto. Genau. Und das Main Roster-Publikum, sag ich mal, wusste ja von nichts. Und dass sie dann einfach nicht diese Overness haben, wie sie bei NXT hatten, ist ja dann ganz klar. Weil das war eben das irgendwo das Besondere bei den beiden. Also die Story auch eben zwischen denen, ich erinnere mich an den emotionalen Tag-Team-Gewinn damals eben gegen der Revival bei NXT und das war einer der größten Pops der NXT-Geschichte, als sie die Titel gewonnen haben. Jeder wollte sie siegen sehen und alle standen hinter denen und das meine ich, dann kommen sie in die Main-Shows, die wissen halt nicht, die glauben wahrscheinlich, alle NXT-Call-Ups sind Selbstläufer. So nach dem Motto, die sind eh alle bekannt. Aber es ist halt immer noch das Main-Show-Publikum. Und genau an dem Beispiel siehst du, dass es eben nicht immer funktioniert. Aber ich glaube nicht, dass sie denken, das sind Selbstläufer. Man hat ja auch schon oft von Vince zumindest oder aus der Richtung von Vince gehört, dass er eben das Gegenteil, er ist denen, sag ich mal, bewusst schwer machen will. So blöd das klingt und auch ist, dass er einfach nicht überzeugt von vielen Leuten ist. Und ich glaube, genau das war bei American Alpha wieder auch der Fall. Er hat gar kein Interesse daran, dass die mit Impact präsentiert werden, wenn sie ins Main Roster kommen. Und sie müssen es eben selbst schaffen. Also zum Teil halt zum Beispiel ein Tyler Breeze, ist ja auch als Singles-Wrestler das beste Beispiel, kam ins Main Roster komplett nach unten gefallen, schafft es jetzt, sich wieder aufzurappeln durch Eigeninitiative. Und deswegen denke ich nicht, dass sie das irgendwie unterbewusst oder unbewusst machen. Also da steckt wahrscheinlich schon mehr das dahinter, dass Vince zumindest da nicht so Interesse dran hat, leider. Merkt man generell. Also ich glaube, dass Vince generell an der Tag Team Division einfach das Interesse nicht so da ist, weil wie heißt es so schön? Vince McMahon likes big sweaty men. Ja. Und da ist halt die Tag Team Division aktuell von eigentlich kaum Powerhouses, zumindest in den Main-Shows. Du hast Big E bei The New Day und du hast halt dann die Kollegen Cesaro und Sheamus, die halt ein bisschen Kraft haben, aber der Rest ist halt so alles entweder bei NXT, du hast Heavy Machinery, du hast Offers of Pain und du hast eben Sanity, das sind alles die ganzen Big Men. Vielleicht funktioniert es ja da, wenn die hochkommen, keine Ahnung, vielleicht sagt das ja Vince McMahon mehr zu. Vor allem bei Offers of Pain kann ich es mir gut vorstellen, wenn ich ehrlich bin. Ja. Hoffentlich dann zu SmackDown, weil die brauchen die Tag-Teams aktuell. Jo, es ist ein Trauerspiel. Vor allem, wenn du dann siehst, Usos gegen, wer war's denn? Usos gegen New Day dann bei Battleground, das einzig wirklich gute Match, hatten hier einen Showstealer am Laufen und das hat wieder gezeigt, dass das Tag Team Wrestling einfach so geil sein kann, abwechslungsreich, unvorhersehbar zum Teil auch. Und da siehst du dann eben den ganzen Pay-Per-View und das Einzige, was dir hängen bleibt, ist das Tag Team Title Match und weißt genau, ja toll, das waren die einzigen beiden relevanten Tag Teams bei SmackDown gerade. Und ja, sonst man muss auch dazu sagen nochmal, dass, finde ich, generell Tag-Teams einfach noch schwieriger sind darzustellen oder zu pushen, auch auf lange Sicht, einfach interessant zu halten, wie Singles-Worker. Und vielleicht das auch so mit das Problem einfach bei der aktuellen WWE ist oder bei das aktuelle WWE-Booking, weil ich finde, Tag-Teams glaubhaft, dauerhaft gut zu präsentieren, ist schwer. Und da hatte die WWE in der Vergangenheit immer nur so, ich sag mal, 3-4 große Tag-Teams von früher, über die man heute noch spricht. Und genau in diese Richtung schlägt man halt wahrscheinlich jetzt wieder ein mit diesen ganzen Splits, dass man wirklich sagt, hey, wir fokussieren uns rein auf diese wenigen Tag-Teams und die bestreiten dann halt immer wieder die gleichen Matches. Dank Roster-Split jetzt erst recht. Ja, super, toll. Ja, mal gucken. Also ist auch nochmal eine andere Frage, die mir jetzt so in den Sinn gekommen ist. Was wäre denn, weil du eben gerade gesagt hast, ne, es gibt halt ein paar Tag-Teams, die werden halt in den nächsten Monaten wahrscheinlich so das Sagen haben. Wer glaubst denn, sind denn so diese Tag-Teams, die vielleicht auch in den nächsten Jahren, wenn man mal weiter vorausschaut, wer ist denn das so bei dir auf dem Zettel, wo du sagst, langfristig gesehen werden die Division prägen sozusagen?
Also wenn, dann werden das ja wahrscheinlich NXT-Leute sein, weil aus dem aktuellen Roster wird da Langlebigkeit, denke ich, nicht so groß geschrieben, dass man da jetzt sagt, das sind die Leute, auf die man bauen sollte, also sprich Hardys, The Club und so weiter und so fort. Wenn, dann werden es NXT-Leute sein, beziehungsweise denke ich auch nochmal, noch ein wichtiger Punkt, vielleicht auch neue Tag-Teams einfach, die noch entstehen werden, dass man auch den Platz gibt dafür eben. Wer weiß, also vielleicht könnte es auch ein Tag-Team sein, was es heute noch gar nicht gibt, was jetzt halt bald präsentiert wird und dann nochmal einen großen Run haben wird, auch länger. Ansonsten halt natürlich Authors of Pain, denke ich, hätten eine Zukunft gerade, Hintergrund wieder mit Vince und so weiter. Also von daher, das könnten Jungs sein, die länger gut präsentiert werden. Sanity eigentlich auch super interessant, generell das ganze Stable, man hat viele Möglichkeiten da mit denen zu arbeiten. Das sind eigentlich schon so die Leute, auf die ich mich freue, eventuell auch wieder in weiterer Zukunft DIY, dass man die dann doch irgendwann wieder zusammenbringt und dann da diesen Impact einfach hat und dann das Ganze, ja, ich sag mal ein paar Jahre, ist bei der WWE immer schwierig zu sagen, ein paar Jahre läuft halt, ne? Das ist richtig, ja. Also ich habe persönlich The Revival auf dem Zettel. Ja, auch definitiv. Also das ist für mich so the hottest tag team. Fuck The Revival, ne? ja, also vor allem, was ja auch noch ganz, ganz interessant ist, nachdem es ja letztes Jahr ein Cruiserweight-Turnier gab und dieses Jahr das Women's-Turnier, man hat auch gerüchtet, vielleicht gibt es mal ein Tag-Team-Turnier. Hm. Da könntest du eben, wie du schon angesprochen hast, da wären dann vielleicht wieder ja so ein paar Tag-Teams dabei, die du dann eben hochholen kannst, ist zumindest jetzt mal meine Vermutung, dass das, es ist naheliegend, dass vielleicht sowas mal kommen wird. Und ja, auch bei NXT, man, klar, sie haben jetzt noch nicht gemeinsam gekämpft, aber eben Kyle O'Reilly und Bobby Fish zum Beispiel, die ja bei Ring of Honor ein sehr, sehr starkes Tag-Team auch waren, dass die vielleicht eben bei NXT zusammenfinden. Ja, solche Sachen wie eben TM61 klappen, glaube ich, nur bei NXT. Ich glaube nicht, dass die in der WWE Hauptshows Fuß fassen werden. Leider. Ich mag die beiden eigentlich sehr, sehr gerne. Ja, Hardys ist halt auch die Frage, gibt's Broken Gimmick? Bleiben sie dann zusammen? Gibt's eine Fehde gegeneinander? Werden dann beide Singles Wrestler? Das kannst du bei den Hardys aktuell überhaupt nicht abschätzen, so wie das Ganze läuft. Da wird schon schwierig. Gallerson, keine Ahnung, kommen sie zu Finn Balor, könnten die vielleicht ein Stable, kommen vielleicht Ronan und Harper bei SmackDown als Tag Team zurück, wurde auch gerüchtet. Viele, viele, viele offene Fragen in der Division, die hoffentlich in den nächsten Monaten beantwortet werden. Und was mir halt am meisten abgeht, ist eine gewisse Struktur. Du hast so das Gefühl, die WWE will immer wieder Latten über den Zaun brechen, so jeden Monat so ein Tag Team Split, so als Schocker, egal ob unfreiwillig oder nicht, egal ob mit Vaterschaftstest oder nicht. ja, wobei ich dazu sagen muss, dass mit DIY fand ich ja noch irgendwo nachvollziehbar und gut umgesetzt. Ja. Genau. Vor allem, weil ich mir vorstellen kann, dass die vielleicht nächstes Jahr beim Mania-Wochenende sogar das Ding headlinen. Ja. Gegeneinander und dann, keine Ahnung, ich kann mir sogar vorstellen, dass es nach dieser bitteren Fehde dann nach der unglaublichen Schlacht vielleicht einfach doch ein Respekts-Handshake gibt und dann sind die beiden vereint, gibt der Monday Night Raw Call ab und dann sind sie wieder zusammen, keine Ahnung. Ja. würde ich nicht mal für unrealistisch halten, einfach weil es zu NXT passen würde, wenn es danach wirklich sogar ein Handshake gibt. Und ja, so, also zumindest zu meiner Warte aus, wäre eigentlich alles gesagt. Willst du noch irgendwas loswerden? Ich glaube, wir haben es. Wir haben es. Gut, haben's. Dann hoffe ich auf jeden Fall, dass euch dieser Podcast gefallen hat. Wenn es so ist, Daumen nach oben, wäre wie immer super. Feedback und vor allem eure Meinung natürlich auch in die Kommentarbox ist immer sehr gerne gesehen. Lasst mich ein bisschen mit euch darüber diskutieren. Und jo, beim nächsten Podcast geht es dann um die, ja, ich nenne es mal untertrieben, leicht untertrieben, die leicht angeschlagene Cruiserweight Division. Ne? Auch ein Thema, das man breitschlagen kann. Ich habe da schon auch ein paar Punkte dazu aufgeschrieben. Ist ein Thema, was mir wichtig ist, weil ich mir denke, ja, geil, letztes Jahr hattest du ein fast schon unvergessliches Turnier mit ein, zwei Match of the Year Contendern in der WWE. Und heute, ja, springen sie in 5 Minuten Matches umher bei Raw und sind komplett irrelevant, was eigentlich sehr, sehr schade ist. Ne? Und jo, das ist auf jeden Fall das nächste Thema. Eure Themenvorschläge, vielleicht habt ihr was, auch das in die Kommentarbox. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Bedanke mich natürlich auch beim Carsten, dass er wieder dabei war. Ach, gerne doch. Jo, er hält sich wie immer sehr, sehr kurz und bündig. Und das will ich jetzt somit auch tun und sage ciao rein. Wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Over and out. Peace. Tschüss.